Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist es heute ein Video einer etwas spezielleren Art. Und zwar eine neue Wissensserie über Minecraft bzw. rund um Minecraft. Wie ich darauf gekommen bin, ist ganz einfach, denn es gibt schon so viele Serien, die in Minecraft stattfinden. Zum Beispiel 5 Dinge in Minecraft, also 5 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest, von Swag Phoenix oder ebenfalls von Concraft. Das wird wahrscheinlich jeder von euch kennen. Ich dachte mir, das ist ein bisschen langweilig, das nochmal zu machen. Ja, ich mache einfach Sachen rund um Minecraft, weil da gibt es auch sehr viele interessante Sachen, wie ich zum Beispiel gemerkt habe, als ich mir die Frage gestellt habe, was ist ein Resource Pack? Das Resource Pack wurde in der Minecraft-Version 1.6.1 hinzugefügt. Davor gab es lediglich die klassischen Texture Packs, in denen nur Texturen eingefügt bzw. geändert werden konnten. In einem Resource Pack kamen alle Texturen, Sounds, Übersetzungen, Texte, Shader und ab der 1.8 sogar alle Konstruktionsmodelle ändern. Man kann auch neue Sounds und Übersetzungen einfügen. Die selbstgenannten Punkte werde ich in einem späteren Video bzw. in späteren Videos noch genauer anschauen. Die Resource Packs werden grundsätzlich in drei verschiedene Kategorien geteilt. Das Client Resource Pack, das World Resource Pack, das mit der Minecraft Version 1.8 hinzugefügt wird, und das Server Resource Pack. Nun erstmal zum Client Resource Pack, das jeder kennt, weil fast jeder es benutzt. Oder wenn nicht, dann werdet ihr es wahrscheinlich schon in Videos gesehen haben. Client Resource Packs müssen manuell aus dem Internet heruntergeladen werden oder man stellt sie sogar selber zusammen. Sie werden dann im Ordner .minecraft/resource-packs gespeichert. Alle Resource Packs, die sich in diesem Ordner befinden, können manuell in den Optionen aktiviert werden. Es können noch mehrere Texture Packs übereinander gelegt werden, wobei logischerweise die meisten Texturen aus dem obersten, dann aus dem zweitobersten und so weiter geladen werden. Ein Neustart von Minecraft ist dabei nicht nötig, denn Minecraft kann das alles in-game laden. Man könnte sogar in einer Survival Games Runde beispielsweise einfach mal das Resource Pack ändern. Das war schon alles, was man grob über das Client Resource Pack aussagen kann. Und nun gehen wir weiter zu dem World Resource Pack, das erst in der 1.8 implementiert wird. Zum World Resource Pack kann man sagen, dass es einfach in der Welt integriert ist. Sprich, man muss nicht noch irgendwie extra laden, sondern einfach den Weltordner in /saves reinschmeißen und dann ist das Resource Pack automatisch drin. Dazu werden wir jetzt noch ein kleines Tutorial sehen. So, da sind wir auch schon in meiner eigenen Minecraft-Welt. Hier ist gerade ein bisschen laggy wegen Camtasia. Wie man hier oben schon sieht, spiele ich jetzt auf dem Minecraft 14W11B. Das ist der neueste Snapshot. Und hier bei Resource Packs habe ich jetzt gar keins drin. Ich habe ganz viel. Und ja, jetzt zeige ich euch mal, wie es mit dem World Resource Pack geht. Und zwar gehe ich jetzt hier kurz aus Minecraft raus. Also ich schließe es, jetzt sind wir hier in Punkt Minecraft, hier müsst ihr einfach die Windows-Taste und R gedrückt halten und hier %mdata% angeben. Dann kommt ihr in den Roaming-Ordner, dann in Punkt Minecraft rein und dann könnt ihr euch ein Resource-Pack auswählen. Ich nehme dazu mal das OCD-Pack, verschiebe es, das wollte ich gar nicht. Ups. Jetzt muss ich nochmal hier hoch verschieben. Ja. Ich verschiebe es hoch, kurz in Punkt Minecraft, das müsste ganz oben irgendwo sein. Jetzt habe ich jetzt OCD-Pack, das auswählen, jetzt das kurz in den Saves rein. Jetzt haben wir den hier in Saves und jetzt in die gewünschte Welt, ich mache das jetzt mal in, sind wir nicht alle scheiße, das ist meine Welt. Und das müssen wir jetzt in Resources, ohne Doppel-S oder so, einfach Resources umbenennen. Und das muss eine ZIP-Datei sein. Und jetzt können wir Minecraft neu starten kurz. Also Minecraft Launcher öffnen. Oh, ja, das geht mit Camtasia immer kurz ein Weilchen. Ich habe nicht den besten PC, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt. Ja, und jetzt sehen wir dann hier gleich, dass Ready-to-Play Minecraft 14W11B statt gut Minecraften sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon in Minecraft drin. Jetzt gehe ich kurz in Singleplayer, beziehungsweise ich sage ich noch kurz Resources Packs, keines drin. All good. Das geht immer ein Weilchen, weil, ja, Texturen neu laden.
Sehe ich kurz, in die Welt sind schon nicht alle scheiße, wo wir das resources.zip drin haben. Und jetzt sehen wir dann gleich die Magic of 1.8. Also beziehungsweise die Magic des World Resource Packs. Ja, jetzt haben wir hier ein geiles Resource Pack drin, zwar das OCD Pack. Ich kann kurz hier bei Resource Packs. Jetzt kann es drin, aber es ist nun mal als World Resource Pack eingestellt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Bild. So, da sind wir auch schon wieder zurück auf meinem lustigen Bild hier. Und zwar geht es auch schon weiter mit dem Server Resource Pack. Wenn es in den Server.properties so eingestellt ist, wird dir der Server ein bestimmtes Resource Pack empfehlen. Die Frage kannst du damit ja oder nein beantworten. Wenn du es mit ja beantwortest, wird das Resource Pack im Hintergrund herunterladen und auch gleich installiert. Wenn du die Frage mit nein beantwortest, kannst du ganz normal weiterspielen. Ein Server Resource Pack kann weder entfernt noch geändert werden. Es bleibt die ganze Zeit behalten. Auch wenn du ein anderes Resource Pack drüber legst, wird es nicht verschwinden. Da wir nun mit der Beschreibung der drei Haupt-Resource Packs fertig sind, gehen wir jetzt zum nächsten Thema. Und zwar ist das die Ordnerstruktur. Zuoberst bei der Ordnerstruktur steht natürlich der Assets-Folder. Neben dem Assets-Folder sind noch zwei weitere Dateien vorhanden, nämlich die pack.mcmeta-Datei und optional noch die pack.png-Datei. Im Assets-Folder befindet sich ausschließlich der Minecraft-Folder. Und im Minecraft-Folder sehen wir die 6 Hauptfolder. Das sind, wie schon vorher gesagt, der Langordner, die Shaders, die Sounds, die Texte, die Textures und die Models. Wie die ganzen noch benannt werden, könnt ihr ja in meinem schönen Bild sehen. Das Ganze, also alle Punkte werden natürlich klein geschrieben. Wie viele Dateien das genau sind, weiß ich selber nicht. Aber wenn ihr es wisst, könnt ihr mir es ja auch in die Kommentare schreiben. Und damit wären wir schon am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere solche Videos wollt, gebt doch eine positive Bewertung da. Oder wenn ihr Feedback geben wollt, lasst doch einfach einen Kommentar da. Ja, wenn das Video euch gefallen hat bzw. nicht gefallen hat, lasst trotzdem eine positive oder negative Bewertung da. Da weiß ich auch, ob ich was besser machen kann. Ja, kann man sowieso. Ja, ich würde sagen, abonnieren geht über studieren, also klickt da mal auf den Link in der Beschreibung oder auf den schönen roten Button, den ihr weiß machen sollt. Ja, ich werde noch ein paar Videos von dieser Art machen, und zwar wird es im nächsten Video darum gehen, und zwar um den Textures Folder, wie der genau aufgebaut ist, beziehungsweise auch wie viele Dateien dort drin enthalten sind, wie viele ihr für ein gesamtes Texture Pack braucht, beziehungsweise Resource Pack. Und, aber das sehen wir dann in dem nächsten Video von dieser Art. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.